Ich bin Philologe, Historiker und Philosoph und ich erforsche den arabischen Einfluss in Europa. An den vielen Arabismen in der deutschen Sprache können wir immer noch erkennen, wie tiefgreifend dieser Einfluss war. Zum Beispiel an Wörtern wie Algebra, Ziffer, Chemie, Alkohol, Safran, Schach und so weiter. Eine wichtige Frage meines Forschungsgebietes ist, welche Geschichte Orient und Okzident gemeinsam haben und was sie bei allen Gemeinsamkeiten trennt. Mich begeistert an meinem Forschungsgebiet, dass ich in der Vergangenheit hervorragende Denker antreffe, die ich vielleicht dem Vergessen entreißen kann. Ich sehe es so, dass ein Teil meines Berufes als Geisteswissenschaftler es auch ist, ein ungeduldiger Intellektueller zu sein. Und so blicke ich mit Sorge auf simplifizierende Auffassungen von Orient und Europa in der Gegenwart.